Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir haben das letzte Mal genau hier aufgehört und betreten jetzt diese Tür, wenn man es so nennen will, nachdem wir letztes Mal das Buch gefunden haben. Ich finde auch schön, dass diese Eingänge direkt auf die Assassinklingen abgestimmt sind. Ach ja. Oh, Kanalisation. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Hiperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Der Assassine! Los, los! Ach du Scheiße. Forum Bovis. Ein Hinweis der Polebrüder führt Ezio zum Forum Bovis. Leider sind die Templer auch schon dort und suchen. Ihr kommt hier nicht lebend raus! Was, wenn sie ins Wasser fallen, desynchronisiert? Ach du Scheiße. Okay, gut. Checkpoint erreicht. Eigentlich müssten die viel schneller sein als ich. Ich meine, mit der Strömung. Alter, das war knapp. Ja. Können die denn so schnell nachladen? Nein, er ist hier irgendwo. Zack, zack. Assassine! Ja. Nicht laggen, Spiele. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Warte kurz. Da ging es nicht weiter. Ich glaube, ich hätte auch geradeaus gemusst. Anstatt um das, um die Ecke rum. Nein, nein! Er ist hier irgendwo! Jo, da bin ich. Ja. So. Assassine! Das ist auch schon eine Kunst, die ganze Zeit daneben zu schießen. Er ist hinter uns! Bringst du da? Ah, Scheiße. Oh shit. Steh auf, Ezio. Fix. Oh, es geht weiter. Zeigt euch. Komm. Go, go, go. Verdorstet und Bastard. Ja. Aber ich bin gerade so angespannt, dass ich komplett die Fresse halte. Ah, jetzt hat es endlich mal geklappt. Mit dem weiterlaufen. Den dritten Mal. Zeigt euch! Seht ihr mich nicht, oder was? Wir haben Schießpulver, benutzen wir es! Zurücktreten! Ich brauche mehr Platz! Wo kommt das denn jetzt her? Wo kommt denn jetzt dieses Fass?
einmal her, dass da geflogen kommen. Wo soll ich denn sonst sein? Den Irren darf man nie unterschätzen. Die springen hier alles in die Luft. Ey, Freunde, wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr bald nichts mehr für die Türe. Wobei ihr da ehrlich gesagt auch gar nicht hinkommen werdet. Ja. Go, go, go. Jetzt wird's lustig. Okay. Na, was war das denn jetzt gerade? Ach, scheiße, Synchronisation gescheitert. Okay, den Adler Sinn einsetzen. Das heißt das Adlerauge, verdammte Scheiße. Aber zuerst mal nehmen wir das Ding hier aus. Hier 400. Hier 1500. Ah, hier dürften nur ein paar Zutaten drin. Ne, obwohl. Ne, ach, das war noch so eine Kiste. Aber hier sind jetzt Zutaten drin. Aber die dürfte ich alle, fast alle schon voll haben. Schwefel voll, ja. So, du nicht. Du auch nicht. Oh, doch. Ah, doch, die mittlere. Dachte ich doch. Die geht nicht auf! Am Arsch geht die nicht auf. Wir nehmen. Drei von fünf Mal sie auf Schlüsseln erhalten. Schaut geil aus. War auch eine geile Verfolgungsjagd gerade. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich noch ins Hauptquartier zurückgehen und die nächste Altair-Erinnerung machen. Und er kommt natürlich wieder aus dem Gullideckel raus. Okay, ist ein... Ja, da ist ein Checkpoint in der Nähe. Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf die Karte. Wo wir genau hin müssen, aber das wird... Ja, wir müssen da hoch. Nein, nicht ins Inventar. Ganz zurück. Wir müssen zum... Warte, ist denn hier ein Schmied in der Nähe? Da ist ein Schmied in der Nähe. Entschuldigung. Ja, ein bisschen. Dort oben ist ein Schmied. Freunde, in dieser Woche bekommt ihr meine Arbeit quasi geschenkt. So. Ja, erstmal alles reparieren. Und deine Rüstung. Oh, nee, nein, scheiße, das wollte ich nicht. Was habe ich? So, jetzt aber. Gibt es da eine neue Rüstung? Armschütze? Wow, da komm ich. Was? Ach, weil die Templer diesen Bezirk kontrollieren, kostet es plus 10%. Ne, Freunde, das kaufe ich nicht. Ah, nicht hier.
plus 10%, ich hab da einen und eine Klatsche. Und dann mache ich das jetzt gleich dort oben. Okay, also einmal kurz den Unterschlupf. Dann würde ich sagen, gehen wir dann noch mal kurz raus, schnappen uns die Armbrust. Wobei wir uns die auch später machen, schnappen können. Ich meine, jetzt ist ja bloß die Altair-Erinnerung und der die Armbrust eh noch nicht gehabt. Also von daher ist auch scheißegal. Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Ja, die Frage ist das seine Frau oder ist... Lasst sie sprechen! Doch, das muss seine Mutter sein. Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, Altair, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Altair. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete... sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Altair! Altair! Nein! Ah.
Sei stark, Alter ihr. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! What the fuck? Okay, seine Frau konnte es auf jeden Fall nicht sein, aber es hat so ausgeschaut, als wäre es seine Frau. Weil so alt hat die erstens noch nicht ausgeschaut und zweitens. Ach du Scheiße. Alter, die Steuerung. Wo ist denn das scheiß Ziel? Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Da oben ist es. Ja, komm. Ah, da war das alte Trainingsgelände hier. Man erinnert sich noch. Hoffentlich fällt das Tor nicht zu. Nein, es fällt nicht zu. So. Ja. Und hopp. Und hopp. Entschuldigung. Vater, ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Narim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Über euch! Komm. Okay. Wo ist Mutter? Hä, das kann doch nicht sein. Tut mir leid. Da vor uns! Was? Wie? Oh. Später. Zuerst kämpfen wir. Nein. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Brüder, wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Hallo. Alles mit dem Konter klappt irgendwie nicht ganz. So. Wie kann das denn seine Frau sein? Wenn seine Frau gerade vorhin gesagt hat, ihr Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler und er hat ihn. Und Alter, ihr hat sie gefragt, woher sie das weiß. Also, Entschuldigung, das habe ich irgendwie nicht kapiert. Naja. Alter. Ja, komm, mach. Mensch. Ich hätte einfach durchlaufen sollen. Wir müssen fort von hier. Ja, es läuft schon wieder runter. Ich laufe schon wieder hinterher. Schnell! Ich will nicht sterben. Achtung! Ich muss meinen Onkel besuchen. Oh, der hat auch ein Schwert? Nein! Ein Mörder! Sie dürfen uns nicht erwischen! Oh, da drüben. Komm. So, zack. War es Abbas, der meinen Bruder ermordete? Deinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Ja, ich bin noch im Zielgebiet. Eines Tages wird er büßen. Ah, so. Der Letzte. Einfach nur weg hier. Ich muss weg hier. Nicht sie weg hier. Weg. Einfach nur weg hier. Ja, nicht sie weg hier. Nein. Gott, das schütze mich. Hoppala, was war das denn? Ich will nicht sterben. Na komm, steh auf. Ah. Ja, ja. Ins Gesicht. Weil die Kameraführung ist ja echt mal für den Arsch.
Komm, jetzt hol dein Schwert raus. Kämpfen wir jetzt nicht mehr mit Klinge. So. Komm. Du noch. So. Na, jetzt habe ich ihn abgeworfen. Komm. Hallo, hol dein Schwert raus. Alter. Boah, Mann, die Steuerung. Komm. Ja, danke schön, mein Sohn. Dann hast du mich ja super getroffen mit deinem Schwert. Guter Gott. Oh. Ja, ich wollte doch gerade das Ding werfen. Das ist Zeit zu gehen. Zack. So. War es Abbas, der meinen Bruder ermordete? Ich werde den Apfel besitzen, Alter ihr. Und euren Kopf hole ich mir auf. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Maria. Meine Liebe. Maria, seine Liebe, ja. Gut, den einen Satz, den sie gesagt hat, den verstehe ich immer noch nicht. Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Aber okay. Vielleicht war es auch bloß seine Geliebte, nicht seine Frau. So. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 5 beendet. Busch. Erfolg freigeschaltet. Die Sache wird interessant. Großartige Neuigkeiten, Claudia. Ich habe einen Namen erfahren. Manuel Palaiologos, der Neffe des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin. Ich bin beinahe sicher, dass dieser Mann die Templer anführt. Ich muss nun als nächstes einen verräterischen Janitscharen namens Tariq Barletti verhören und die Armee der Templer ausfindig machen. Bis dahin suchen Sophia und ich weiter nach dem letzten verborgenen Schlüssel. Ich weiß, dass meine Aussichten mit jedem Augenblick, der vergeht, schwinden. Und doch kann ich mich manchen Tages nicht erwehren, einige Mußestunden mit ihr zu verbringen. Ihre Stimme zu lauschen und ihr bewegtes Gesicht zu beobachten, wenn sie von Dingen spricht, die sie berühren. Ihre Bücher, ihre Stadt, ihre Erinnerungen. Fast fände ich es schade, den letzten Schlüssel zu finden. Okay, dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dann. Tschüss.